So, wie Sie sehen, ich hab's geschafft. ja. Sehr, sehr schön. So. Aber es bringt mich dennoch nicht weiter. Keinsterweise. Okay. Wahrscheinlich dann wirklich einfach nur, um dieses eine Ding zu kriegen. Das ist ja mies. Echt richtig mies. Dann speichern wir nochmal kurz. Wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen den hier. Okay, gehen wir wieder raus. Jetzt war das wirklich nur noch, um das Herz der Dunkelheit zu kriegen. Was es da gab. Und jetzt müssen wir nur noch... Oh Gott, da sind noch zwei Höhen. Dann gehen wir erst zu der ganz linken. Okay, noch ein bisschen von entfernt. Kommen wir da auch rein, ohne diesen... Ich liebe dieses Spiel, aber dieses ewige Wechseln ist einfach nur nervig. Die Äxte. Ja, die Äxte. Und ich kann die Äxte nicht leiden. Die Äxte sind böse. Und gemein. Mit denen kann man nicht zaubern. Hallo. So. Hinein mit uns in die gute Stube. Ach, das ist hier einfach nur... Oh Gott, das wird ja wieder dauern. Vergieße dein Blut und diese Artefakte sind dein. Stell dir vor, welche Macht du damit innehättest. Oh Gott, okay. Dann werde ich einmal ganz kurz... Weil ich habe keine Lust dabei drauf zu gehen. Du suchst also hier in der Geisterschmiede Hilfe, Vampir. Mhm. Das Blut der Toten gegen deine Geheimnisse. Ich werde... Mhm. Wie viel saugt ab? Ja, okay. Gut. Ich werde das dann mal ein paar Mal machen. Ihr kennt das leidige Prozedere. Ich werde das nicht voll machen diesmal. Ich werde es wahrscheinlich so auf 50 machen. Weil das brauchen wir nicht so oft. Deswegen, wir sehen uns dann hier gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Wir werden jetzt mal ganz kurz die Äxte wieder eintauschen. Wahrscheinlich müssen wir sie eh gleich wieder auswählen. Aber, das ist mir Wumpe. Also, Gegengift habe ich jetzt auf 58. Sollte reichen. Vergieße dein Blut für Nein. Und diese Artefakte Nein. sind dein. Stell dir vor, welche Macht Nein. du damit innehättest. Ich kann diesen Text auch mittlerweile in- und auswendig mitsagen. Herrlich. Aber ich liebe dieses Spiel trotzdem. Es hat viele Ecken, viele Kanten, kleine Aufreger. Aber ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. In dem Fall bin ich auch echt froh, dass ich mir mein externes Laufwerk gekauft habe. Weil sonst hätte ich dieses Spiel nicht spielen können. Also nicht auf... Oder nicht als Let's Play. Und nicht auf PC. So, ist das jetzt das, von dem ich denke, dass das ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist das, von dem ich denke, dass das ist. Weil es gibt nämlich einen Ort,
Da gibt es, glaube ich, zwei tolle Sachen. Eine tolle Sache. Also eine mindestens. Ich hoffe, es ist dieser hier. Wenn ja, dann werde ich mega glücklich sein. Ich werde als glücklicher Eldaria herausgehen. Wenn nicht, werde ich verzweifeln. Werde ich wahnsinnig. Es ist das. Nicht zu viel freuen. Ich brauche ihn gerade noch nicht. Oh Gott. So müde. Ja. Sei das ruhig. Ja, das ist das. Hey, Victor! Ach Gott, das sind wieder. Das ist ja wieder das Nervige. Das ist auch immer noch. So, jetzt müssen wir hier in sämtliche Winkel und Schalter betätigen. Ich weiß nicht mehr, welche. Ich mache tatsächlich erstmal alle aus, um dann herauszufinden, welche ich nochmal betätigen muss. Da kamen wir gar nicht. Nur noch welche sein, ja. Ich meine, wir mussten eigentlich nur die roten ausmachen. Aber aus Sicherheitsgründen mache ich sie. Ah. Alle aus. Beziehungsweise ich kann auch erstmal rein theoretisch einen erstmal anmachen. Dann sehe ich ja, ob wir wirklich nur die grünen. Können wir nochmal gucken, wie das hier noch irgendwas ist. Ich meine, man kommt da auch noch irgendwie runter. Aber nicht hier. Lass mich. Was ist das? Einmal verschossen. Jo. Okay. Tada. Ja! Mit diesem Schwert werden Körper durch Metall und Feuer zerstört. Zurück bleiben nur verkohlte Überbleibsel. Ja, ist das nicht toll? Einer meiner absoluten Lieblingswaffen. Das Flammenschwert. Flammenschwert. Mit diesem Schwert werden Körper... Ich wollte das nicht nochmal anmachen, aber... Ich liebe es. Ich glaube, neben einer anderen Waffe müsste das hier die stärkste Waffe mit sein. Oder eine der stärksten Waffen. Und ich liebe es. Ah, ich könnte sie knuddeln. Wenn sie nicht so rennen würde. Jetzt will ich nur mal gucken. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse, aber nö. Nee. Ich kann hier nichts verpassen. Ich vergesse immer, dass ich immer noch diese große Draufsicht habe. Weil ich sie halt eigentlich nicht nutze. So, und das Geile hieran ist... Es brennt. Und man kann den Magie nutzen. Das ist auch noch sehr, sehr vom Vorteil. Und es fackelt die anderen Sachen mit ab. Ist gut gegen Untote und gegen diese komischen Geisterfrauen da. Und dich brauche ich diesmal. Ich liebe es. Also? Brauchen wir vielleicht hier gar nicht. Aber. Hey, Victor! Das ist mir hoch.
alle dieses Schwert stundenlang benutzen. So, jetzt sind wir aber auch mit dem großen Feld hier fertig. Und das heißt, dass wir jetzt uns auf den Weg machen können und den Flammen Ignis Fatuus weiter folgen. Ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem letzten Part, ob gesagt wurde, wohin wir reisen. Das ist mir jetzt gerade gar nicht mehr so im Gedächtnis. Deswegen sage ich es auch gerade nicht, weil ich nicht vorhabe, mich zu spoilern, nur weil ich nicht mehr weiß, ob im letzten Part das gesagt wurde. So. Und die Flammen des Fatuus brennen. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, wir müssen einfach nur links, rechts rüber. Und das so mit kaum Marki-Punkten. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier noch Geheimnisse gibt. Nein, gibt es nicht. Nein, 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 nein. Gott, ich dachte gerade, der PC wäre ausgegangen. Weil er plötzlich nichts mehr gesagt hat. Also nicht mehr. Er ist sowieso ganz leise. Also ich krieg den PC teilweise kaum mit. Aber jetzt halt, während die Externe läuft, ist sie relativ also ist der PC allgemein etwas laut. Hallo? Wir werden zwischendurch wahrscheinlich eine kurze Pause machen müssen. Oder geht das hier einmal komplett durch? Hier geht's einmal komplett durch. Das ist gerade der falscheste Augenblick, um das zu tun. Seltsam. Sollte Forador einen für ihn so gefährlichen Unterschlupf gefunden haben? Der Sumpf bedeutet für Vampire Gefahr und Schmerz. Ja, und das hier war gerade falsch. Ich will einmal... so. Ich will eigentlich was ganz anderes machen hier. Und zwar einmal das hier. Und... nein, ich drücke hier die ganze Zeit was Falsches. Einmal das Herz der Dunkelheit. Und jetzt. Aua. Damit wir hier weiter durchkommen. Es ist halt wirklich sehr kriminell hier. Scheiße. Gut. Ich glaube, ich warte hier tatsächlich ganz kurz, bis die Magie ein bisschen hoch ist. Denn ab spätestens da vorne kommen wir nämlich nicht mehr rüber. Und ich will euch nicht so lange hier mitwarten lassen. So, lange war es jetzt nicht. Aber es sollte zumindest vorzeitig nicht mehr in Schwierigkeiten geraten können, tun sollen. Ja, wir haben es geschafft! Hilfe, lass mich weg! Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg! So. Wir sind da! Wir haben es heilig hierher geschafft. Hey, ich riff's. Griffse. Nehmen wir an, ich glaube, hier kann man speichern. Ja. Ja, es ist nervig, wenn ich hier die ganze Zeit speichere, aber es ist uns sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Wichtigere Sachen gibt es hier gar nicht neben Blut. Blut und Magie. Wenigstens ist das in den Nachfolgeteilen nicht mehr so wichtig.
Forrador umgab sich mit unermesslichem Luxus. Sein Reichtum stellt alle Adligen meines ehemaligen Hofes in den Schatten. Dass diese unmäßige Zurschaustellung von Reichtum noch immer unversehrt war, war Zeugnis davon, dass die Furcht immer noch stärker war als die Gier. Ihre Anmut war auch durch ihre Gewänder deutlich. Allerdings konnte ihre Schönheit nur Tod bringen. Sie waren Forradors Gespielinnen, ihm hörige Sklavinnen und leichte Beute. Vampire, die von einem noch mächtigeren Vampir beherrscht werden. Ja, ich habe ja gerade das Ding mit der Gedankenkontrolle vergessen. Das hier ist tatsächlich nur wichtig. Tada. Nein. Ja. Wow. Geist. Hier gerade. Da vorne kommen wir einfach noch nicht durch. Ui. Weg. Hallo. Brenn. Brenne, meine Kleine. So, Mittagessen! Sehr schön. Forradors Speisekammer. Ein Festmahl für Vampire. Wie im Schlachthaus hingen Männer und Frauen von den rostigen Haken des Verlieses. Blut und Eingeweide klebten überall. Diese Fülle war überwältigend, denn Blut ist Leben.